Moin Moin und willkommen zum Tag 21 Blutborn. Na gut, gleich. Es ist noch 18.37 Uhr im Spiel. Dauert noch ein bisschen, aber es geht gleich los. Oh Gott, wieso bin ich so aufgeregt? Ach, übrigens, ich habe unseren ganzen Pflastersteine, die wir haben mal hier reingedonnert in den Boden, weil ich dachte mir, ja gut, auf Holz gibt EP, da gibt auf Stein bestimmt mehr EP. Jupp. Gab auch mehr EP. Und wir haben halbes Level jetzt voll, dadurch, dass ich hier auf Stein geupgradet habe. Also Pflasterstein. Bin ich jetzt. Ha. Warte, hier war auch irgendwo noch. Ja. So. Besser. So, wir werden auch gleich nochmal die Treppen an der Hordefalle, die wir jetzt das letzte Mal gebaut haben, die sind jetzt aus Holz. Die werde ich gleich nochmal aus Pflasterstein machen. Aber wir schnappen uns erstmal die nötigsten Dinge. Das heißt, wir nehmen Verbandskästen mit. Vitamine. Merzmittel. Und eine Antibiotika. Verbände haben wir hier noch. Und die 5, da brauche ich auch nicht unbedingt mehr mitnehmen. Ich glaube, rein von unserer medizinischen Ausstattung dürfte es reichen. Ich habe hier ein paar Reparaturkits dabei. Wir nehmen nochmal Munition mit. Wir haben ja noch ein Stack, netterweise. Ich müsste mir meine Schrotflinte mal drüber nachdenken. Munition. Medizinzeug. Reparaturzeug. Essenszeug. Wasser habe ich. Komm. Zum Blutbund gibt's Kaffee. Jetzt bräuchten wir noch was zu essen. Was Gutes. Wie weit bist du? Oh. Sieht doch schon mal gut aus. Was können wir denn überhaupt machen? Gegrilltes Fleisch. Das ist jetzt nicht so geil, aber besser als nichts. Ah, guck mal, gekochtes Fleisch. Dazu fehlt uns jetzt auch der Rezept. Also der Rezept, das Rezept. Das hatten wir definitiv gelernt. Warte mal, das ist jetzt so offensichtlich. Das holen wir uns kurz ran. Weil wir haben unser ganzes Fleisch gekocht. So. Wahrscheinlich hatten wir noch ganz viele andere Rezepte, die ich jetzt gerade nicht mehr so im Kopf habe. Aber gekochtes Fleisch, jetzt nicht, weil ich jetzt Fleisch essen will. Ach Gott, lass uns Fleisch machen. Lass uns mal gegrilltes Fleisch machen. Wir wollen mal wissen, wie gut das ist. Ah. Machen wir 25. Wir müssen es nicht übertreiben. So, unser Wasserspender kriegt Wasser. Oh, krass, voll ist er. Unser Gammelwasser vielleicht doch wieder zu den anderen Kram zurück. Das Gammelwasser ist ja gefühlt auch eher Crafting-Zutat als irgendwas anderes. So. 10 Nahrung? 5 Gesundheit. Ja, das ist in etwa das gekochte Fleisch, nur dass es keinen Wasserbonus gibt. Aber sollte für uns reichen auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon sehr darauf, hier mit diesen Feldern irgendwie voranzukommen. Letztendlich ist dauert jetzt alles echt Zeit. Obwohl. Oh, ich glaube, die Pilze sind sogar fertig, ne? Ah, lass uns doch mal kurz ernten gehen. Probleme? So. Krieg ich den Samen da wieder raus?
Bei dem anderen habe ich das jetzt nicht bekommen. Beim Messer habe ich... Wollen wir nochmal probieren. Hier Mais und einen Samen. Vier Mais. Das ist ja doof. Ist das mit dem Samen etwa Glückssache? Oh nee. Oh, das ist nicht so geil. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich, aber... Das ist ehrlich gesagt nicht so geil. Oh-oh. Das macht meinen ganzen Landwirtschaftsplan ein bisschen... kaputt. Ja gut, die Ausbeute ist echt gut. Vier Kartoffeln aus einer Pflanze. Also ich brauchte fünf für den Samen. Irgendwie. Was? Gibt es ein neues Werkzeug? Hacke? Wir gehen mal kurz, wir gehen schon mal kurz. Eine Hordefalle. Ein Essen dabei. Wie? So. So. Das. Ah, das ist merkwürdig. Das ist blöd zum Treffen ist, ne? Ich muss mal ganz kurz gucken, es gibt ja immer Journal-Einträge für sowas. Müsste dann da wahrscheinlich mit vermerkt stehen. Achso, warte mal, hier. Die lasse ich mal aus Holz. Abwarten, Tee trinken, nachladen. Nee, wo ist das denn? Ackerbau. Ernte Feldfrüchte mit deinen Fäusten oder einem beliebigen Werkzeug. Wenn das erforderliche Level der Eigenschaft vom Land, dem gekauft oder ein entsprechender Bauplan gefunden hast, kannst du Samen fertigen. Fertige Beete, Pflanzen, Werkzeug und Samen in ihn an. Und kaufe mehr Levels der Eigenschaft, um deine Ernte noch weiter zu verbessern. Hat sich nichts geändert, ne? Warum? Warum habe ich jetzt keine Samen mehr rausbekommen? Das... da muss ich gleich mal Google belästigen. Beziehungsweise, wenn ihr das wisst, nehme ich natürlich auch super gerne einen Kommentar. Aber das ist schon irgendwie nicht so geil. Machen wir mal so. Moin. Das ist ein Graben.
Ja, stimmt, der Schubser. Ach ja, ich hab übrigens die Anzahl der Feinde auch hochgestellt. Falls es interessiert, also dürften es glaube ich 10 sein. Standardanstellung ist 8. Oh mein Gott. Okay. Der Schubser macht seinen Job echt gut. Arm. Ah, das müssen wir später alles nochmal anders machen. Also ich hätte gerne mehr Tötungsinstrumente. Oh, ich hab Blut gehört, Oh, ich sehe Loot. Bis jetzt klappt das mit dem Messer auch recht gut. Ich hätte wirklich nie, ich glaube, das habe ich vielleicht schon mal bei den anderen Blutbohnen erwähnt, aber ich hätte niemals erwartet, dass ich so einen Blutbohnen mal mit dem Messer mache. Aber geht! Geht gut! Oh, ich dachte, ich kann den Loot noch abbauen. Das hat nicht so gut geklappt. Weil die Hunde könnten, glaube ich, rüberwippen. Wenn die wollten, könnten sie. Genauso wie Halbis. Die rein theoretisch sind hier nur ein Block hoch. Die könnten hier durchkommen. Wenn sie wollen. Wie verläuft das jetzt echt gut? Nice. Asmord. Oh, er hat mich getroffen. Bitte. Aber ich mache ja auch noch Streiftreffer mit dem Messer, ne? Wow. Okay. Problematisch wird es natürlich ab dem Moment, wo die Demolisher kommt oder halt auch die Polizisten in der Gegend schießen. Ja, mach die Tür. Oh. Das habe ich verkackt. Ja, ich würde die Klappe gerne wieder aufmachen. Aha. Schacht. Immer wieder. Das ist eigentlich so Sünde, dass ich da nicht durchkomme und ich einfach entspannt reparieren kann. Ah. Neuer Fleisch. Hunde, abgebaut, sehr schön. Ah, das wäre natürlich jetzt mit einem Maschinengewehr. Ich würde sich einfach reinballern. Der Schubser macht seinen Job vielleicht schon zu gut. Ja,
einmal mitbekommen, das ist lustig. Heile mich auch direkt mal. Nicht, dass es Not tut, aber... Boah, doch noch dumme Dinge passieren. Boah, ich höre auch nirgendwo was gegenschlagen. Das gesamte Konzept funktioniert echt gut. Vielleicht sogar schon ein bisschen zu gut. Gut. Vierer Schockstart, okay. Leute, kommt, ich komme noch näher ran. Mehr Spaß. Die laufen echt durch den Graben? Gut. Bock drauf haben. Ich auch mal nicht von hier, mal die riechen, die großen Zombies. Auf den ihre Beine schlägt ja keiner weg. Doch? Ist das der Knüppel hier vorne? Mit denen ihr Bein weg? Nun haben wir die ersten drei Stunden schon rum. Vom Blutmund. Bleiben noch drei. Oh, Motorwechselteile. Oh Gott, ich brauche die Rezepte dafür. Hm. Ach, der Schubser macht zwischendurch seinen Job schon fast zu gut. Fehlt da denn die Action? Na gut, sowieso. Grenzwertige Action gerade. Ich steche einfach auf die Köpfe der Zombies ein und es funktioniert. Das ist sehr angenehm. Ja, das Konzept funktioniert natürlich jetzt noch, weil nicht so viel los ist, aber sobald die spuckenden Polizisten kommen und eine große Menge Geier oder auch spuckende Geier, geht dieses Konzept definitiv nicht mehr auf. Und mit den Detonatoren wäre sowieso vorbei. Kommt hier einer ran, aber puff ist das gesamte Konzept im Arsch. Das heißt, wir müssen sogar die gezwungenermaßen umbauen. Das ist jetzt nicht so schlimm, weil ich will ja sowieso mehr als das, was wir jetzt hier haben. Aber es ist halt eine absehbare Zeit. Oh, mal ein bisschen schießen hier noch. Wäre hier nicht zu langweilig, ja. Oh, oh! Hier ist irgendwas, was spuckt. Okay. Ich
auf der Bulle. Ja, aber geht schon gut los. Jetzt kommen die ersten Bullen. Und schon? Bisschen unglücklich, hä? Hä? Was? Auch der Arm, das macht es mit dem Fächer nicht mehr ganz so geil. Das könnte schlimmer sein. Okay. Okay. Ja gut, mein verstauchter Arm wird durch Benutzen der Waffe auch nicht besser. Ein ganz toller Trick. Dann stecken die einfach weiter zu. Okay. Warte, ich mach mal wieder. Blöder Kopf. Den haben wir noch gesehen. Der wollte gerade wieder spucken. Ah, wir kriegen jetzt doch langsam ordentlich was ab hier. Etwas unangenehm. Ich noch dazu schaffe, sich noch mehr auf einen Haufen zu bewegen, weil bräuchte ich, habe ich immer den Kopf interessiert. Das wäre noch eine geile Option. Kopf gesehen. Oh nein. Da ist er. Oh Mann. Das ist schon mal richtig geil. Oh Gott. Ah, schön, da lohnt sich der Revolver mal wieder richtig. Moment mal. Das war mir zu kurz. Da fehlt noch eine Stunde. Oh, es wird eng mit meinem Inventar. Oh, da bin ich schon richtig ganz scheiß bei. Ja. Könnten jetzt nämlich einfach mal tatsächlich da hingehen und sagen, könnten die letzten paar Minuten des Tages noch nutzen. Ich habe ja jetzt das letzte Mal tatsächlich gemerkt, wie. Indem ich nämlich einfach einmal neu lade. Oh.
War wohl nicht genug Action und genug Loot? Ey, die Blutbundnacht muss durchgezogen werden. Bitte bis zum Schluss. Ja. Dürfte ja relativ schnell gehen mit dem Laden. Uns fehlt noch 45 Minuten der Nacht. Oder? Na gut, für 5 Minuten jetzt, da hatte ich es nicht gelohnt. Ah, doch, 3/4 Stunde noch. Jo, funktioniert. So mag ich das. Ach, die Nächte immer komplett. Ja, es ist jetzt nicht so viel, was gefehlt hat, aber das gehört ja wohl noch dazu. Ich gehe davon aus, dass das später sich auch von allein erledigen wird. Je heftiger die Nächte werden, je weiter wir vorankommen, desto mehr und länger kommen wir zum Beispiel. Ich schieß gerade ein bisschen zu wild. Besser. Uns auch gleich den Loot an. Ich habe ja jetzt eigentlich nicht so viel Blicke drauf geworfen. Wow, wow, wow! Gammelfleisch nehme ich. Gegenstand muss repariert werden. Naja, ist okay. So, gutes Gespräch. Ja, Bauplan von Ambrose. Aber wie gesagt, wir gucken gleich mal um, was wir jetzt alles gelootet haben. Weil ich glaube, Rüstungsteile waren dabei. Sogar mehr als eins, das wir gebrauchen können. Aus dem Zug, falls doch noch was kommt. So, unser Loot. Oh, 6er Eisenbeinschienen. Nice. 5er Eisenhandschuhe. Yo. Ja, auch hier die Medizinausstattung auch da lassen, ne? Also die Reparaturkits. Ja, so Notausstattung. Ah, ne, Essen nehme ich immer lieber noch mit. So, ich bin nicht mal infiziert. Ein Träumchen. Cool. So, dann ziehen wir uns doch gleich mal schick an. Ist kaputt? Wow. Angenehm. Ja, ich bin überladen.
Aber das tut ja jetzt nichts zur Sache. Ich habe hier 6er Eisenbeinschienen. Die werde ich definitiv tragen. Packe ich euch da raus. Packe euch in die neue rein. Wir auch mal allgemein gucken, was jetzt noch an Mods haben, was da reinpasst. Weil wir haben da ja jetzt, wir haben ja jetzt mehr Slots. Beziehungsweise, naja, wenn ich das richtig gesehen hatte, haben unsere Beinschienen schon vorher noch einen Slot mehr gehabt. Wir werfen mal einen Blick drauf. Aufräumen wir vorher. Mods, ja, geht gleich los. Jo, wir bringen die Sachen noch weg. Ach, hab ich. Moment. Nice. So, wir gucken mal in unsere tolle Modkiste, was wir haben. Wir haben bestimmt noch ein paar Fittings, die wir noch reinsetzen könnten, ne? Mods. Nehmen die einfach mal. Beziehungsweise, das macht nicht so viel Sinn. Hier zum Beispiel, die sind... Ich müsste mal unterscheiden zwischen Waffenmods und... Rüstungsmods. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Das würde uns etwas... Das Leben war einfach vor Scheinwerfer. Ich glaube, die könnte ich, glaube ich, in unser Motorrad reinpacken, ne? Ich nehme sie mal mit rüber. Okay, warte, du hast auch Rüstung. Bin mir nicht sicher, ob du... Ich glaube, du bist aber Waffe. Okay. Dann. Unsere neue... Alter, 5er Eisen direkt. Nice. Hier. 2 Rüstungen mehr. Ein Inventar mehr. Oh, und schon haben wir gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Heißt, wir haben jetzt noch Fittings hier, ne? Dämpfte. Dämpfte. Angepasste. Verbesserte. Ja, können wir reinpacken. Verbesserte Ausdauergeneration Beweglichkeit. Okay. Verringert die Mali auf Bewegung und Ausdauer. Verringert die Mali auf Bewegung und Ausdauer. 0,05 und 3%. Klar, nehmen wir die da rein. Die sind besser. Zack. Wunderbar. Da würde ich gerne diese Mütze einfach mal reinpacken. Gut, das haben wir hier noch. Da könnte noch rein. Auch die. Oh, ich kann gedämpft und angepasst und zusammen reinpacken. Oh, cool. Hier passt auch noch was rein, ne? Jo, weniger Fallschaden. Alles Dinge, wo ich nochmal anpassen müsste, auf lange Sicht. Also ich würde die Mods gern sortieren zwischen Mods Rüstung und Mods Waffen. So, Papierkram. Essen? Ja, ich könnte mich mal satt essen. Aber letztendlich sind wir fertig. Gut und erfolgreich überstanden. Ist mehr, bitte. Dann müsste ich noch mal was trinken. Ah, ich trinke jetzt den Kaffee. Komm, ich nehme den Kaffee auch einfach unterwegs. Das ist... Wir haben ihn ja.
So, das Geld kommt runter. Ah, ich glaube, ich hätte mir nochmal eine Aloe Vera Creme schneiden. Naja, nehmen können. Ah, oh, warte, Mann! Hin und her! Ich hab doch oben noch die Mod. Okay, die packe ich jetzt ein und beim nächsten Mal packen wir sie ins Motorrad. Und dann machen wir uns los. So, aber jetzt hätte ich die erstmal eingepackt, dann vergesse ich sie nicht. Da. Die Aloe-Creme, sonst vergesse ich das auch wieder. Das dürfte ja Wunder bringen. Oder? Ja. Doppelt so schnelle Heilung. Verstauchter Arm. Ja gut, da kann ich nichts gegen tun. Das ist dann dumm gelaufen. Aber der ist ja auch nur noch 3 Minuten, sonst was. Wird ja jetzt nicht mehr interessant werden. Wie viel Level haben wir bekommen? 3. Oh, hatte ich schon vorher ein? Also wir haben mindestens 2 Level abbekommen jetzt. Das ist geil. Ist das die Sache vom Landleben? Oder Intelligenz? Ach, hier ist Intelligenz. Für besseres Zeug. Oh. Gut, ich habe da Schwierigkeiten, mich jetzt gerade zu entscheiden. Deswegen werde ich diese Skillpunkte einmal weiter horten. Standard wieder rein. Und dann machen wir Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen bei der ersten Stufe 3 Quest für Yen. Ich bin gespannt und ich sag bis morgen. Ciao.